Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Medienkonferenz über die Verkehrsunfallstatistik 2018. Gerne stelle ich Ihnen die Referenten vor. Das sind, wie einige von Ihnen wissen, die Altbekannten. Das ist der Major Frank Schwamberger. Er ist Chef der Verkehrspolizei bei der Kantonspolizei Zürich. Dann der Dr. Werner Brucks. Er ist Leiter der Verkehrssicherheit bei der Dienstabteilung Verkehr von der Stadt Zürich. Wollen Sie miteinander? Und der Major Daniel Beckmann. Er ist Leiter Bewilligungen und Recht von der Stadtpolizei Winterthur. Guten Morgen miteinander. Zuerst wird Ihnen der Herr Schwamberger einen Überblick über die Unfallsituation und die Unfallursachen im Kanton Zürich geben. Das ist das Gebiet, das auf der Folie hellblau und gelb gefärbt ist. Anschließend werden Ihnen der Herr Brucks und der Herr Beckmann das Unfallgeschehen in den Städten Winterthur und Zürich geben. Das sind die Gebiete, die rot bzw. grün eingefärbt sind. Anschließend an das Referat gibt es eine offene Fragerunde. Und nachher stehen Ihnen die drei Herren selbstverständlich auch für Einzelinterviews zur Verfügung. Ich bedanke mich für das rege Interesse und übergebe somit dem Herrn Schwamberger. Dankeschön, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, schön sind Sie so zahlreich erschienen. Sie haben es gehört, ich darf Ihnen zuerst einen kurzen Überblick geben über das Unfallgeschehen im ganzen Kanton, inklusive die Städte Zürich und Winterthur. Auf dieser Folie auf einen Blick, Sie stellen fest, dass wir mehr Unfall hatten im 2018 im Vergleich mit der 5-Jahres-Periode 2013 bis 2017. Zwar mehr Unfall mit Sachschaden als auch mit Personenschaden. Insbesondere haben wir leider auch einen recht starken Anstieg bei den Schwerverletzten und auch bei den Töteten zu verzeichnen. Einzig gegenüber im 2017 haben wir einen leichten Rückgang vom Total der Unfall. Bei den Töteten haben wir im 2018 33 tödlich verletzte Personen zu beklagen. Das ist wieder der Stand, wie wir ihn im 2013 hatten. Demgegenüber haben wir in den Vorjahren 2016 und 2017 je einen absoluten Tiefstand gehabt von 22 getöteten Personen. Wenn Sie da ein bisschen weiter zurückschauen, auf der Zeitachse, sehen Sie im Jahr 1971 260 Tote im ganzen Kanton Zürich. Das hat man heute nicht einmal gesamtschweizerisch. Letztes Jahr waren es, glaube ich, um die 216 Tote gewesen. Also Sie sehen trotz der einzelnen Ausschläge, die wir halt jetzt als letztes Jahr gehabt haben, die Tendenz ist doch klar sinkend. Gut, ich komme jetzt zum Kantonsgebiet, ohne die beiden Städte Zürich und Winterthur, die nachher meine Kollegen werden im Detail besprechen. Bei uns sieht es praktisch identisch aus, wie das, was ich jetzt vorher gerade gesagt habe. Im 5-Jahres-Vergleich haben wir mehr Unfälle, ein bisschen weniger gegenüber im 2017. Auch bei uns mehr Leichtverletzte, mehr Schwerverletzte und mehr Tötete. Die untersten Ziele, mehr E-Bike-Unfälle, auf das werden wir alle drei noch zu sprechen kommen, intensiv anschliessend. Sie sehen, wenn man das vergleicht mit dem 5-Jahres-Mittel, haben wir mehr als eine Verdoppelung. Und auch noch verglichen mit dem 2017 sind es noch ein Drittel mehr E-Bike-Unfälle. Ein E-Bike-Unfall ist noch das letzte Jahr tödlich ausgegangen. Da sehen Sie noch die absoluten Zahlen. Dunkelblau, das sind 2018er Zahlen, hell oder weiß das Mittel der 5 Vorjahre. Sie sehen namentlich bei den Schwerverletzten Zunahme plus 35 im Kantonsgebiet und bei den Töteten plus 3. Ja, jetzt fragt sich natürlich, warum haben wir jetzt so einen doch einen recht erheblichen Anstieg von der schweren Unfall. Die letzten 5 Jahre konnte ich eigentlich immer eine gute Botschaft überbringen und sagen, die schweren Unfälle sind zurückgegangen. Das war wirklich erfreulich gewesen. Und das mal, warum jetzt die Kehrtwende? Um es vorwegzunehmen, der Grund liegt vor allem bei den schweren Unfällen, wo wir haben mit den Zweirädern im 2018. Und das wird dann auch das anschliessende Schwergewichtsthema sein von meinen folgenden Ausführungen. Das ist, glaube ich, die Schlüsselfolie. Der linke Kreis, der kleinere Kreis, das ist der Durchschnitt von den Jahren 2013 bis 2017, rechts 2018 im Vergleich. Da sehen Sie die Entwicklung. Das sind die schweren Unfälle, also Schwerverletzte und Tötete,
aufteilt nach Bewegungsart oder Fahrzeugart. Da sehen Sie auch, was ich vorher gesagt habe, es sind vor allem die sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, die da ins Gewicht fallen. Wir haben dort eigentlich die grossen Veränderungen, die dann auch den starken Anstieg der Schwerverletzten und Toten begründen. Bei den E-Bikes haben wir eine Zunahme von 13 schweren Unfällen, also von 20 auf 33. Dann bei den Fahrrädern plus 8, bei den Motorrädern plus 7,6, das ist halt ein Komma-Wert, weil links ist ein Durchschnitt über 5 Jahre. Bei den Fußgängern praktisch unverändert, minimale Zunahme von plus 1. Und demgegenüber, Sie sehen es deutlich links unten, auf dem Schnitt bei den Personenwagen, dort ist retour gegangen von 73 auf 62 schwere Unfälle. Also PW-Insassen, das wissen wir schon lange, die sind am besten geschützt, die profitieren dann entsprechend von den laufend verbesserten technischen Systemen. Von dem können die sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmer nicht im gleichen Maß profitieren. Und das ergibt dann gerade etwa die Zunahme, die ich Ihnen einleitend gezeigt habe. Ja, jetzt über Gründe. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass ein hauptverantwortlicher Grund das Wetter ist, das wir das letzte Jahr hatten. Wir können uns erinnern, man hat schon sehr früh im Jahr, im März, ist es warm geworden, trocken geworden, bis spät ins Jahr hinein. Also man hat lange Trockenperioden, Hitzeperioden gehabt. Und das hat natürlich entsprechend die Saison verlängert. Das hat zu mehr Verkehr geführt. Das hat auch entsprechend das Unfallgeschehen natürlich ansteigen lassen. Hat auch die Entwicklung natürlich gehabt, hinsichtlich Zweiradverkäufe, das beflügelte Zweiradverkäufe, also der E-Bike-Boom namentlich, der ist, stellen wir fest, ungebrochen. Also da werden immer noch laufend mehr E-Bike verkauft. Und ja, vielleicht noch ein dritter Punkt. Wir stellen auch fest, vielleicht so ein bisschen mittelfristig eine Änderung im Mobilitätsverhalten, dass halt vielleicht die Leute tatsächlich, wenn das Wetter zulässt, eher mal das Velo nehmen oder das E-Bike, das Zweirad, statt das Auto oder auch der ÖV, aus welchen Gründen auch immer, sechs aus Umweltschutzüberlegungen oder um sich etwas Gutes zu bezüglich Gesundheit oder auch schlicht um im täglichen Stau auszuweichen. Also Mobilitätsverhalten in dem Sinn betrifft dann eben nicht nur das Verhalten in der Freizeit, sondern eben auch das Verhalten auf dem Arbeitsweg, dass man vermehrt den Arbeitsweg zurücklegt mit einem E-Bike oder mit einem Zweirad. Auf dieser Grafik soll kurz umrissen sein, der Zusammenhang zwischen Temperatur und schweren Unfällen. Zur Erklärung, die graue Linie, das sind die schweren Unfälle, also mit Schwerverletzten und Tödeten. Dann die blaue Säule, das ist das Temperaturmaximum vom letzten Jahr, obendrauf der entsprechende Wert angeführt. Und grün noch der Vergleich mit den drei Vorjahren. Und Sie sehen unschwer, zusammengefasst, je höher die Temperatur war, desto mehr schwere Unfälle haben wir gehabt. Wir wissen, dass das ist nicht nur ein Temperaturmaximum war, sondern durchschnittlich waren die Temperaturen eben sehr hoch das letzte Jahr und es war auch sehr trocken gewesen. Und darum glaube ich schon, sehen wir das da sehr eindrücklich. Wenn es halt eben warm ist, trocken, dann gehen natürlich Zweirad-Lenken, die gehen raus und haben dann auch ein entsprechend höheres Risiko, sich zu verletzen. Was wir auch noch herausgefunden haben, das ist nach Altersgruppe, dass nicht erst die Senioren, also das ist die Alterskategorie ab 65, besonders gefährdete Altersgruppen darstellen, sondern schon die Erwachsenen im Bereich von etwa 45 bis 65. Die Senioren, die tun zwar überdurchschnittlich häufig aufgrund ihrer höheren Verletzungsanfälligkeit schwer verunfallen, namentlich auch tödlich, aber auch die Alterskategorie ab etwa 45, wie sie da sind, die sind überdurchschnittlich oft an schweren Zweiradunfällen beteiligt. Die Dunkelsäule, das ist 2018 und die hellere Säule, das ist Mittel der 5 Jahre. Sie sehen da ganz deutlich einen Anstieg in der Statistik in dieser Altersgruppe, die ich Ihnen da eingekreist habe. Ja, jetzt ist die Frage, was macht die Polizei? Grundsätzlich können wir Prävention machen, Repression oder die Infrastruktur beeinflussen.
Bei der Repression zeigt sich einmal mehr, dass man natürlich vor allem gegen die Hauptunfallursachen vorgehen müssen. Ich rede jetzt nicht nur über Zweiräder, sondern natürlich auch über PW. Da stehen nach wie vor die Altbekannten im Vordergrund: Ablenkung, Fahrunfähigkeit, Geschwindigkeit. Bei der Prävention, ich will nicht alles ablesen, da möchte ich einfach auf unsere Kampagne hinweisen, die wir seit 2015 machen. Weniger Seniorenunfälle, dort ist im Sommerhalbjahr ist auch das E-Bike ein Thema. Dort sind allgemeingültige Tipps zum E-Bike enthalten. Bei der Infrastruktur, dort haben wir die Möglichkeit, wenn wir Unfallhäufigstellen erkennen, sehr schnell zu reagieren, sei es mit Verkehrsanordnungen oder gegebenenfalls auch mit baulichen Massnahmen, dann mit dem Tiefbauamt. Das sind unsere Ansatzmöglichkeiten. Jetzt konkret, ich habe gesagt, wie erläutert, sind nicht nur 10-Jährige, sondern auch schon die Erwachsenen im Alter von 45 bis 65 überproportional häufige, schwere, eben wenn auch seltener tödliche Unfälle als Zweiradlenker verwickelt. Aus dem Grund prüfen wir im Moment, ob wir nebst den Aktivitäten, die wir machen, schon für 10-Jährige, also vor allem Stichwort E-Bike, auch etwas möchten machen, frühestens ab nächstem Jahr, wo die Zielgruppe, die neue Zielgruppe von der etwa 40- bis 65-Jährigen im Fokus hat und namentlich auch Schwergewichtsthema Zweiradfahren dann dort erörtert wird. Soweit meine Ausführungen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich darf jetzt meinem Kollegen von der Dienstabteilung für Verkehr, Werner Brugs, übergeben. Geschätzte Damen und Herren, auch von meiner Seite begrüße ich Sie im Namen der Stadt Zürich. Ich präsentiere Ihnen das Unfallgeschehen nur auf dem Stadtgebiet Zürich. Ungefähr alle 1,5 Stunden wird der Stadtpolizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Das ist letztes Jahr, 2018, eine Summe von 5.677 Unfällen insgesamt gewesen. Die Zahl ist relativ stabil. Sie sehen, es hat einen Knick in der hellblauen Fläche. Das ist eine Änderung von der Rapportierungspraxis gewesen. Ab dem Zeitpunkt sind auch Bagatellunfälle, wo nur Sachschaden entstanden ist und niemand verletzt worden ist, standardmäßig rapportiert worden, was zu einer Verbesserung von unserer Statistik führt, aber nicht bedeutet, dass auf der Straße mehr Unfälle passiert sind. Und seitdem ist es wieder stabil. Auf der dunkelblauen Fläche sehen Sie den Anteil von Unfällen, wo sich jemand verletzt hat. Das können wir hier genauer anschauen. Ungefähr alle 6 Stunden wird jemand auf dem Stadtgebiet in einem Verkehrsunfall verletzt. Das summiert sich 2018 auf 1449 Verunfallte. Das ist, müssen wir leider sagen, der höchste Wert seit 2003, was auch so ein Rekordsummer war. Da sind wir gleicher Meinung wie der Kanton. Heißes, warmes Wetter, velofreundliches Wetter, fußgängerfreundliches Wetter erzeugt auch mehr Verunfallte. In der hellblauen Fläche sehen Sie auch den Anteil der Lichtverletzten, der zum Glück der grössere ist. In der Stadt Zürich sind auch Personen im Strassenverkehr zu Tode gekommen. Es sind letztes Jahr 10 Personen gewesen. Und wie Sie an der grafischen Darstellung in der Bildmitte können erkennen, sind die so schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen davon tragen, die Verkehrsteilnehmenden, die eher ungeschützt unterwegs sind, vor allem Personen zu Fuß und auf dem Velo. Und beim Thema Velo hängt genau wir von der Stadt Zürich jetzt unseren Fokus ein, wie auch schon der Kanton das gemacht hat. Auch wir sehen den Veloverkehr als zentrale Größe im Unfallgeschehen. Sie sehen auf dieser Grafik, dass das ein ganz deutlicher Anstieg in den letzten 5 Jahren war, von 83%. Wenn man noch weiter zurückgehen würde, das sehen Sie in unserer Medienmitteilung, dann ab dem Jahr 2011 sind es sogar eine Verdopplung, also etwas über 100% Anstieg. Ein grosser Teil davon kann man durch die Steigerung des Veloverkehrs erklären. Wir wissen, wie viel Velo gefahren wird in der Stadt Zürich, ungefähr, weil wir Zählstellen im Boden haben. Und das sehen Sie da an dieser roten Linie. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass 2013 100% ist, dann hat der Veloanteil um 50% zugenommen. Und das steht in einem
ungünstigen Verhältnis zu den 83%, die verunfallte zugenommen haben. Man kann zusammenfassend sagen, das Risiko für einen Verkehrsunfall hat im Veloverkehr doch stark zugenommen. Sie sehen auch die hellblaue Linie. Der Anteil der E-Bikes nimmt auch in der Stadt zu. Es ist eine attraktive Möglichkeit, Velo zu fahren. Wir haben viele Steigungen in der Stadt Zürich. Wir haben gestern auch erfahren können aus den Medien, dass jedes dritte Velo, das verkauft wird, ein E-Bike ist. Und das schlägt sich jetzt natürlich auch im Umfeldgeschehen, auch in der Stadt, nieder. Wenn man von verletzten Velofahrenden redet, muss man auch davon reden, dass das häufig schwere Verletzungen sind, die ein Velofahrer davor trägt. Sie sehen hier das letzte und das vorletzte Jahr. Das vorletzte, weil wir dort sehr viel schwer verletzte Velofahrende hatten mit 110. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, reduziert auf 90. Aber es ist immer noch die Gruppe, die sich am häufigsten schwer verletzt. Viel häufiger als Fußgänger, viel häufiger natürlich auch als Autofahrer, die so gut geschützt sind, oder auch im ÖV. Eine andere Betrachtungsweise auf die Schwerverletzten ist der Vergleich zwischen dem, wie viele sich verletzen und wie viele sie unterwegs sind. Aus dem heraus kann man ableiten, wie hoch das Risiko ist, sich zu verletzen für eine einzelne Verkehrsform. Und da sehen Sie verschiedene Farbflächen. Die ganz unten, die ganz dunkle Fläche sind die Fußgänger und Fußgängerinnen. Die machen 25% von unserem Stadtverkehr aus und auch 25% von den Schwerverletzten. Ähnlich ist es bei den Motorrädern und Personenwegen. Die bezeichnet man zusammen als MIV, motorisierte Individualverkehr. Die machen auch ein Viertel aus und auch ein Viertel bei den Verunfallten. Bei den beiden anderen hingegen gibt es eine sehr grosse Unproportionalität, nämlich im ÖV werden sehr viele Personen transportiert, aber es werden sehr wenig schwer verletzt. Und auf dem Velo ist es genau das Gegenteil. 8% von allen Wegen in der Stadt Zürich werden auf dem Velo zurückgelegt, aber 42% von allen Schwerverletzten sind auf dem Velo zu finden. Wir tun seit Jahren die Unfallursachen vom Veloverkehr eruieren, und über die Jahre hat sich eine Faustregel entwickelt. Das ist die Drittelsregel. Ein Drittel von allen Velofahrern stürzt ohne Fremdeinfluss. Ein Drittel von allen Velofahrenden hat eine Kollision, an der er hauptsächlich selber schuld ist, Hauptursache trägt. Und der letzte Drittel ist eine Kollision, wo andere die Hauptursache haben. Wir schliessen daraus, dass es für Velofahrende möglich ist, einen Grossteil der Unfälle aus eigener Kraft zu verhindern. Das heisst nicht, dass wir dort dann einfach die Schuld suchen. Es hat auch wir müssen auch die anderen Verkehrsteilnehmenden auf den Veloverkehr sensibilisieren. Aber der Velofahrende selber ist für uns eine wichtige Zielgruppe für die Sensibilisierung. Der Stadtrat von Zürich hat jetzt gerade vor kurzem deshalb einen strategischen Schwerpunkt beschlossen, zusammen mit anderen thematischen Schwerpunkten. Die nächsten 4 Jahre werden nochmal speziell starke Massnahmen zum Thema sicheres Velofahren umgesetzt, unter der Leitung vom Sicherheitsdepartement. Die Massnahmen kann man auf 2 grundsätzliche Bereiche verorten. Zum einen Infrastruktur. Wir werden bekannte Velounfallherde, wo außergewöhnlich viele Velounfälle stattfinden, in Zukunft einer Sanierung zuführen, noch mehr als wir es bisher gemacht haben. Wir werden die Velorouten, die in der Stadt Zürich ausgeschildert sind, nochmal kontrollieren auf Infrastrukturprobleme. Und in Zukunft werden unsere Bauprojekte auch nochmal speziell auf die Velosicherheit kontrolliert. Auf der Verhaltensseite machen wir Sensibilisierung. Letztes Jahr haben wir unsere Virtual Reality Film präsentiert, wo man als Velofahrer in der Stadt Zürich unterwegs ist und Gefahren erkennen muss. Wir werden in 2 Wochen mit einem grossen Safety-Parkour am Urban Bike Festival sein, wo man auf 6 Stationen sicheres Velofahren lernen kann. Und seit der Stadtpolizei wird es gewohnte Massnahmen geben, wie zum Beispiel den Velocheck am Limmat geben, wo das Fahrzeug kontrolliert wird. Aber auch Zweiradkontrollen werden im gewohnten Mass wie in den letzten Jahren auch stattfinden. Das Thema Velo war im Fokus, ich möchte aber die anderen Themen nicht vorenthalten. Die entwickelt sich weitaus positiver. Im Bereich Fußverkehr haben wir in den letzten Jahren einen geringen Anstieg gehabt. Jetzt wieder eine Beruhigung, auch auf dem Fußgängerstreifen, wo wir ja viel gemacht haben.
Im Bereich motorisierter Individualverkehr, also Auto und TÜV, sehen wir eine ziemlich stabile Entwicklung und im Bereich öffentlicher Verkehr sogar eher eine Senkung. Bei den Altersklassen haben wir eine leichte Steigerung, auch bei den Kindern, allerdings auf sehr kleinem Niveau. Insgesamt sind wir im Jahr 2018 bei 75 Unfällen mit Kindern gewesen. Und im Bereich Senioren haben wir auch einen Anstieg, der wahrscheinlich auf die Bevölkerungsentwicklung zurückzuführen ist. Und zum Schluss möchte ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen, wo Sie in unserer Statistik an den Zahlen auch werden feststellen. Es hat in den letzten Jahren aus zwei Gründen einen Anstieg gegeben von Unfällen im Tempo 30. Zunächst einmal war die Rapportierungsänderung. Die Bagatellunfälle, die zusätzlich in die Statistik eingeflossen sind, finden natürlich ganz viel im Tempo 30 statt. Zum Beispiel Parkierschäden in der blauen Zone. Das erklärt den ersten Anstieg zwischen den Jahren 14 bis 16. Jetzt hat es einen erneuten Anstieg gegeben, der erklärungsbedürftig ist. Und der ist darauf zurückzuführen, dass wir im Jahr 2017 33 Strecken in der Stadt Zürich aus Lärmschutzgründen auf Tempo 30 reduziert haben. Dort haben sich aber nicht mehr Unfälle ereignet, sondern die Unfälle, die in der Statistik 50er-Unfälle waren, sind dann einfach 30er-Unfälle. Aus dem Grund gibt es jetzt im Tempo 30 mehr Unfälle. Zusammenfassend kann man für die Stadt Zürich festhalten, die Verkehrsunfallzahlen sind eigentlich relativ stabil, aber es gibt, wie auch im Kanton schon gesagt worden ist, Problemgruppen, die man einfach feststellen kann. Dort steigen nämlich die Unfallzahlen an, das ist der Veloverkehr. Alle anderen Themen ist aus unserer Sicht im Moment alles in Ordnung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe weiter an meinen Kollegen Dani Beckmann von der Stadtpolizei Winterthur. Vielen Dank. Geschätzte Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Zahlen aus der Stadt Winterthur. Ein Überblick über die Zahlen zeigt auch bei uns ein durchzogenes Bild. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle aus dem 2018 liegt, wie schon in den beiden Vorjahren, leicht über dem langjährigen Durchschnitt. Die Zahl der Unfälle mit bloßem Sachschaden liegt deutlich über dem Schnitt der Vorjahre. Das aber im Wesentlichen darum, weil wir im 2014 ein außerordentlich gutes Jahr hatten, das diesbezüglich dann den Schnitt runterzieht. Mehr Sorgen macht uns auch in Winterthur die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Die ist in den letzten Jahren konstant angestiegen. Sie liegt mit 312 Unfällen gerade 13% rund über dem Mittel der Vorjahre. Dazu später mehr. Leider haben im vergangenen Jahr auch auf Winterthurstrasse zwei Personen ihr Leben verloren bei Verkehrsunfällen. Da eine detailliertere Darstellung der Gesamtunfallzahlen über die letzten 6 Jahre. Man sieht da, dass wir, nachdem wir im 2014 All-Time-Low, die absolut tiefsten Gesamtunfallzahlen hatten in der Stadt Winterthur, seither die Zahlen wieder angestiegen sind. Allerdings haben sich in den letzten beiden Jahren hat sich der Anstieg ein bisschen abgeflacht. Vielleicht gibt es da eine gewisse Beruhigung von der Situation. Gesamthaft liegt aber natürlich so die Gesamtunfallzahl immer noch über dem Durchschnitt der Vorjahre. Wenn wir uns konzentrieren auf die Unfälle mit Personen- und Sachschäden, dann sieht man da die unterschiedliche Entwicklung, die sich ergeben hat über die vergangenen Jahre. Der Untergraf, der blaue Graf, zeigt die Entwicklung der Unfälle mit bloßem Sachschaden. Der ist mit dem Jahr 2013 als Referenz relativ unauffällig. Aber da sehen Sie ganz deutlich die Unfälle mit den Personenschäden. Die haben über die vergangenen Jahre deutlich zugenommen. Insgesamt etwa 35 Prozentpunkte, wenn man vergleicht das Jahr 2013 mit dem 2018. Da sehen Sie die unerfreuliche Entwicklung in absoluten Zahlen dargestellt. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden haben in den letzten 6 Jahren von 231, sind von 231 auf 312 angestiegen. Ein bisschen versöhnlich stimmt da einzig und allein, dass die Zahl aus dem 2018 eben in etwa gleich ist wie die Zahl aus dem 2017. Vielleicht ist das ein Anzeichen für eine Trendwende, wir werden es sehen. Schauen wir aber trotzdem noch etwas genauer an. Das sind die Zahlen der verunfallten Personen.
Aus dem oberen roten Graph geht hervor, dass vor allem die Zahl der leicht verletzten Personen doch recht stark angestiegen ist, während unten der blaue Graph, das sind die schwer verletzten Personen, die ist mehr oder weniger konstant geblieben über die vergangenen Jahre. Aber trotzdem, jede Person, die sich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, ist definitiv eine zu viel. Schauen wir dementsprechend die Zahlen mal ein bisschen an. Also nur die schwer Verletzten. Da fällt auf, dass der absolut grösste Anteil auch in der Stadt Winterthur Velofahrer darstellt. 10 von den 26 auf Winterthurer Strasse schwer verunfallten Personen waren auf dem Velo unterwegs gewesen. 5 waren E-Biker gewesen und dann noch 4 Töfffahrer. Ich denke, es fällt aufs Auge, wenn man die drei Kategorien zusammenzählt, sind mit anderen Worten fast 3/4 von den auf Winterthurer Strasse schwer verunfallten Personen auf einem Zweirad unterwegs gewesen. Demgegenüber hat nur gerade eine einzige Person, just im Dezember, hat sich in einem PW schwer verletzt. Wenn man das vergleicht mit den Unfällen mit Lichtverletzten, da sieht die Verteilung doch wieder ganz anders aus. Rund jede zweite Lichtverletzte war auf einem Velo oder Zweirad unterwegs gewesen und etwas mehr als ein Drittel der Lichtverletzten waren im PW unterwegs gewesen. Aber zurück zu den Zweirädern, da Zahlen der Fahrradunfälle. Absolut betrachtet haben sich zwar am meisten Velofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt, trotzdem darf aber auch ganz klar gesagt werden, dass die Gesamtzahl der Velounfälle in den letzten Jahren auf Winterthurer Strasse in etwa konstant geblieben ist. Die Zahl aus dem 2018 liegt dann sogar auch deutlich unter der Zahl aus dem 2017. Ja, ganz anders sieht es aber dann halt bei den E-Bike-Unfällen aus. Wie Sie unschwer sehen können aus diesem Graph, ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit mindestens einem E-Bike involviert in den letzten beiden Jahren in Winterthur sprunghaft angestiegen. Im 2016 haben wir noch 13 E-Bike-Unfälle gehabt. Im 2017 sind es dann schon 32 gewesen, also mehr als eine Verdopplung. Und im Berichtsjahr 2018 dann nochmal 10 Unfälle pro Jahr mehr. Konzentrieren wir uns auf die Zahl der verunfallten E-Bike-Lenkenden. Total haben sich im 18. 36 Personen bei einem E-Bike-Unfall verletzt. Der Durchschnitt der 5 Vorjahre war da bei 13 Personen. Dieser Anstieg bei E-Bike-Verunfallten hat letztlich allein dazu geführt, dass unsere Gesamtzahlen mit verunfallten Personen in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Im 2018 haben wir total 13 mehr Verletzte auf Winterthurer Strasse gegenüber dem Vorjahr. Von denen sind 10 E-Biker gewesen. Nimmt man noch das Jahr 2016 dazu, dann hat man 25 Verletzte mehr gehabt pro Jahr auf Winterthurer Strasse und das sind 26 E-Biker gewesen. Natürlich interessiert uns auch immer, wieso Unfälle passieren. Sie sehen da eigentlich die Top 3 von den Ursachen, wo PW-Unfälle mit Personenschäden passieren. Der traurige Spitzenreiter ist da nach wie vor momentane Unaufmerksamkeit am Steuer. Sie möchten sich erinnern an Kampagnen wie Handy am Steuer und Aufmerksamkeit, die offensichtlich immer notwendig sind. An zweiter und dritter Stelle folgen dann schlichte Missachtung vom Vortrittsrecht vom anderen Verkehrsteilnehmer. Schauen wir hier die Velo an. Top 3 von den Unfällen mit Personenschaden bei den Velofahrern zeigt sich ein doch ein anderes Bild. Der traurige Spitzenreiter ist da Unfall infolge von Einwirkung von Alkohol, wie es so schön heisst in der Statistik. Ja, da mag sicher auch der zugegebenermaßen heisse Sommer 2018 Rolle gespielt haben. Aber ganz klar muss man da sagen, alkoholisiert aufs Velo steigen, keine gute Idee. Wie aus dem insbesondere notabene nicht gestellten Bild, das Sie da sehen, ersichtlich ist, führt das nicht nur zu mitunter kuriosen Unfällen, aber halt letztlich auch zu schmerzhaften Vorfällen. Die von der Polizei erhobenen Daten geben uns natürlich eine Fülle von Hinweisen auf Unfallursachen. Vergleicht man beispielsweise die Unfallursachen, das ist heute auch schon angesprochen worden, von den Velounfällen und mit den E-Bike-Unfällen, dann sehen Sie, dass
die Altersgruppe der verunfallten Velofahrer hauptsächlich diejenige ist von den 25- bis 44-Jährigen. Bei den E-Bikern ist das schon ein bisschen anders. Dort ist die grösste Gruppe die 45- bis 64-Jährigen, die in einen E-Bike-Unfall verwickelt sind. Reden Sie jetzt da bitte nicht allzu viel von Seniorenunfall, sondern es ist nämlich meine Alterskategorie. Auch ich bin in der Winterthurer Strasse immer wieder mal mit dem E-Bike unterwegs. Wie auch schon gesagt worden ist, die Polizeien werden dementsprechend weiterhin ihre Präventionsarbeit weiterführen. E-Bike-Unfälle sind bei uns schon länger im Fokus. Wir werden auch just in den nächsten Wochen an der Winterthurer Woga-Messe in der Eulachhalle mit einem Stand Polizei präsent sein, wo wir genau auf die Gefahren im Zusammenhang mit dem Zweiradfahren in der Stadt aufmerksam machen. Weiter ist das Thema der Zweiradunfall auch ein prominentes Thema im gesamtstädtischen Sicherheitskonzept, wo wir interdisziplinär versuchen, die Sicherheit positiv zu beeinflussen, mit den notwendigen Massnahmen da auch zur Förderung der Sicherheit vom Zweiradverkehr. Ich komme zum Fazit aus der Stadt Winterthur. Die Gesamtzahl der Unfälle im 2018 ist in etwa auf dem Niveau von Vorjahr gelegen, liegt drüber, über Mittel. Insbesondere haben die Unfälle mit Personenschäden zugenommen, dabei aber vor allem glücklicherweise mehr Leichtverletzte. Markant ist insbesondere der Anstieg der E-Bike-Unfälle, währenddem der Unfall mit dem Velo in etwa konstant geblieben ist. Auch ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank der Referenten. Wir würden jetzt in die offene Fragerunde gehen. Ich bitte Sie, wenn Sie eine Frage haben, sich mit dem Namen und von welchem Medium dass Sie kommen, sich vorzustellen. Sind Fragen? Marco Schmidt für die Schweizer Familie. Ich habe eine Frage zur Altersgruppe. Sie haben gesagt, es wäre eine Zunahme zu bemerken bei der 45- bis 60- oder 65-Jährigen. Bisher galt es ja immer, dass die fahren die Senioren über 65, bei den E-Bikes vor allem Unfälle verursachen. Und da hieß es ja unsicher, nicht zu erfahren, fangen mit dem E-Bike an, ohne geübt zu sein. Was sind jetzt da die Ursachen bei den 45- bis 60-Jährigen, also bei der neuen Altersgruppe? Kann man nicht vielleicht mal anfangen? Also ich denke, es ist nicht wesentlich anders als bei den Senioren. Wie ich gesagt habe, sind Senioren überproportional häufiger sehr schweren Unfall verletzt mit dem E-Bike. Vielleicht ist jetzt auch die Entwicklung von der jüngeren Zielgruppe 45 bis 65 Jahre, dass man sich auch vermehrt jetzt ein E-Bike anschafft. Ich habe das Gefühl, früher ist es vor allem auf dem Land oder auf dem Kantonsgebiet vielleicht ein bisschen mehr die ältere Gruppe gewesen, die gesagt hat, ja, jetzt haben wir wieder eine Möglichkeit, um uns ein bisschen mobiler zu bewegen. Mit dem Velo ist es vielleicht nicht mehr reingelegen und das Auto hat man vielleicht nicht nehmen wollen. Und jetzt, mittlerweile, wie ich das ein bisschen angedeutet habe, ist unsere Vermutung, dass die Altersgruppe 45 bis 65 eben ein E-Bike braucht für den Arbeitsweg, oder? Also nicht nur ein Mittel zum Einkaufen gehen, wie es vielleicht eher bei den Senioren der Fall ist, oder als Freizeitgerät, sondern eben auch ein Gerät, um den Arbeitsweg zurückzulegen. Und dann der zweite Grund ist mit Sicherheit einfach der Boom der E-Bikes. Sie sind besser geworden, sie sind günstiger geworden. Ich glaube, die ganze flächenmäßige Verbreitung von diesen neuen Geräten, das schlägt sich halt in allen Altersgruppen nieder. Robin Ernst vom Radio Zürichsee. Also ich habe bei den Massnahmen gegen die Unfälle ist ja vor allem eigentlich Prävention bei den Velofahrern selber. Aber also so aus eigener Erfahrung ist jetzt gerade auch irgendwie als Autofahrer, also habe ich das Gefühl, wird oft das E-Bike unterschätzt, weil man schaut, es hat das Velo und dann ist es schon da. Macht man da auch irgendetwas mit dem Lenker im Personenverkehr? Ja, wenn ich darf, geschwind Stellung nehmen, die Meinung teilen wir absolut. Wir sind der Meinung, dass es mehr jetzt für die Stadt Zürich gesprochen mehr Potenzial hat, bei den Velofahrenden anzusetzen, gerade auch Thema E-Bike, weil da teile ich die Meinung vom Vorredner, wenn ein E-Bike wird einfach unterschätzt von den Velofahrenden selber. Aber Sie haben völlig recht, man muss
die anderen Verkehrsteilnehmenden auch auf die Dynamik von einem E-Bike aufmerksam machen und auf den Veloverkehr im Allgemeinen. Ich kann ein Beispiel oder zwei sagen. Zum Beispiel am Urban Bike Festival in zwei Wochen werden wir Stände haben, wo wir auch andere darauf aufmerksam machen. Also wir werden zum Beispiel einen Stand haben, wo man in ein Auto hineinhocken kann und im Rückspiegel sieht, wie weit das E-Bike weg ist, vor allem ein schnelles E-Bike. Und in einer Sekunde ist es in der Autotür, wenn man die aufmacht. Das ist so das Thema, das Sie angesprochen haben, dass man das total unterschätzt, wie schnell ein E-Bike fahren kann. Und ein anderes Thema ist zum Beispiel der tote Winkel. Da wird unsere Stadtpolizei präsent sein mit einem ganzen Lastwagen, wo man sieht, was man eben alles nicht sieht, wenn man in einem Lastwagen hockt. Also man muss auch dort ansetzen. Vielleicht noch schnell ergänzen, mein Kollege. Also, Sie haben gehört, zwei Drittel der E-Bike-Unfälle sind Selbstunfälle. Oder? Also macht schon Sinn, dass man primär beim Lenker ansetzt. Oder? Da geht es halt letztlich auch um die Eigenverantwortung. Man muss sich bewusst sein, ein E-Bike ist anders als ein Velo. Es hat einen anderen Schwerpunkt, es ist viel schwerer, es reagiert völlig anders und da sehen wir natürlich Ansätze, sich selbst zu schützen, sich natürlich auch sichtbar zu machen für den Personenwagenlenker, dass man sieht, aha, da ist ein Velo unterwegs und vielleicht schneller unterwegs ist. Aber schön ist natürlich auch, wenn die Händler vielleicht auch würden, Kurs anbieten, wenn sie ein E-Bike verkaufen, dass man sagt, da ist jetzt zum Beispiel ein Gratiskurs oder eine Instruktion oder wie auch immer, ist da dabei. Also Kantonspolizei Zürich, wir bieten seit 5 Jahren für 10 Jahre, einfach im Rahmen von unseren Möglichkeiten, bieten wir gratis Fahrkurs an im Bereich E-Bike. Das können Sie alles nachlesen auf der zitierten Website wenigersenioren-unfälle.ch. Und es wäre natürlich schön, das wird flächendeckend, wird das auch noch angeboten, vielleicht durch einen Händler, oder? Danke. Ja, Michael Graf vom Landbund. Ich habe zwei Fragen, eine an Herrn Beckmann und eine an Herrn Buchs. Herr Beckmann bezieht sich auf Winterthur und zwar eben 35% mehr Unfälle mit Personen in den letzten 5 Jahren. Liegt das wirklich nur am E-Bike-Boom oder hat das noch andere Gründe, die Zunahme? Und meine zweite Frage wäre dann wegen den beliebten Elektroscooter, die jetzt in Zürich relativ viel umeinander fahren, hat es dort auch mehr Unfälle gegeben? Irgendwie weiss man dort etwas, wer das Fußgängerunfall zählt? Genau. Also zum Anstieg von der Unfall mit Personenschaden kann man sagen, das ist tatsächlich hauptsächlich durch die E-Bike-Entwicklung verursacht. Natürlich stellen wir auch fest, dass der Stadtverkehr nimmt zu. Es hat mehr Auto, auch in der Stadt Winterthur. Das führt dann aber vor allem so ein bisschen zu Auffahrkollisionen und diesbezüglich leicht verletzten Personen in einem Auto. Kombination macht es da aus, aber die ausgesprochene Entwicklung von der E-Bike-Unfälle in den letzten 2 Jahren ist wirklich ganz markant. Zweite Frage, müsst ihr mir noch helfen? Da bin ich. Oder bist du? Ja, die zweite Frage war, wie sich es mit den ganzen Elektrogeräten verhaltet. Wir sagen denen in der Fachsprache fahrzeugähnliche Geräte mit Elektroantrieb, zum Beispiel E-Scooter, Trottinett und so weiter. Wir erfassen die alle, wir wissen Bescheid, was da passiert mit dem Unfall. Für Zürich ist es so, dass wir im letzten Jahr das so wenig, wir sind im einstelligen Bereich gewesen, das kann man statistisch noch nicht auswerten. Und sind aber gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, bitte, Herr Scharrer. Frage an Herrn Brux und an Herrn Schwamberger. Sie haben erwähnt, dass Unfallherde saniert werden. Welche sind das, die jetzt da konkret angegangen werden? Und dann haben Sie auch noch kurz das Stichwort Veloroute-Check erwähnt. Was läuft da? Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Und allenfalls auch, was auf Kantonsebene entsprechend läuft. Kann ich kurz für die Stadt Zürich das erklären, was ich da erwähnt habe. Das Programm, das wir gestartet haben, schon heisst Velo Sicuro, in Anlehnung an das damalige Schweizer Programm Via Sicura. Und ein Aspekt ist, dass wir das sogenannte Blackspot Management, das ist eine Methode, wie man Unfallschwerpunkte hauptsächlich im Autoverkehr herausfinden kann. Das haben wir angewandt auf den Veloverkehr in der Stadt Zürich.
und sind zu einer Menge von ungefähr 30 Punkten gekommen in der Stadt, wo wir feststellen, dass eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Velounfällen in einem gewissen Radius ist. Dort gehen wir auf die Suche nach dem Grund, ob der echt irgendwo in der Infrastruktur zu suchen ist, ob es da einen Hinweis gibt, warum die Leute verunfallen, und würden dann zuerst mal kurzfristige Massnahmen anwenden und dann natürlich auch langfristige in Bauprojekte. Als Beispiel sehen Sie im Moment zum Beispiel eine Kreuzung in Oerlikon, das ist Dörflistrasse und Schwammendingenstrasse. Da fahren die Velofahrer relativ schnell auf Richtung Hallenstadion runter und werden von rechtsabbiegenden Fahrzeugen häufig geschnitten, also unverhältnismäßig häufig. Und so verunfallen sie. Jetzt hängt das Plakat dort, aber die Stelle wird jetzt auch saniert und im nächsten Bauprojekt komplett dann, saniert, sodass wir versuchen werden, dass der Konflikt gar nicht mehr entstehen kann. Das wäre eines von diesen 30 Beispielen. Ja, ich kann eigentlich nicht viel dazu beifügen. Also das Blackspot-Management, oder man redet vom Unfallschwerpunkt-Management, das ist eines der sechs Infrastruktursicherheitselemente oder Instrumente vom Bund. Das ist der Kanton vorgeschrieben, oder? Der Gemeinde das anzuwenden. Und was wir über das herausmachen, noch bei der Kantonspolizei Zürich, wir tun noch viel kurzfristiger, also sprich in 2 Wochen Abstand und niederschwelliger, tun wir das Unfallgeschehen analysieren aufgrund von der Unfallrapport und von der Polizeirapport und sehen dann eigentlich, ob es Auffälligkeiten gibt, die aber außerhalb bereits von einer Unfallschwerpunktsanierung von einer möglichen liegen. Und dort versuchen wir, wie ich das gesagt habe, vielleicht mit kurzen, einfachen Massnahmen, sechs Mal Kurve, viel, relativ schnell zu reagieren, um eine gefährliche Stelle zu entschärfen, weit unterhalb von der Schwelle vom Unfallschwerpunktsanierung. Eben zum Beispiel ein Kurvenleitpfeil. Wir können mit Markierungen etwas machen, wenn die Leute in der Kurve regelmässig Kurven falsch einschätzen und dort verunfallen. Wir können zusammen mit dem TÜV-Bauamt auch bauliche Massnahmen ergreifen, aber die sind kostenintensiver, die gehen viel länger. Sie kommen übrigens eine Liste über dann noch, oder wir schalten die Grössenordnung in 4 Wochen auf über die Unfallschwerpunkte im Kanton Zürich, wo Sie dann sich auch können kundig machen können über die einzelnen Gemeinden oder die Regionen, wo die anfallen. Da sind wir aber noch nicht so weit aufgrund von der Zahlen. Ja, Herr Schmid. Kurze Frage. Sie haben gesagt, freiwillige Kurse bieten Sie an. Würde Sie denn befürworten, dass gerade auch für die schnelle E-Bikes Kurse verpflichtend werden? Das ist nicht an mir, das zu beurteilen. Das ist letztlich eine politische Frage. Aber einen Wunsch können Sie äußern? Nein, zu dem tue ich mich nicht äußern. Alles, schauen Sie, alles, was man machen kann in Bezug auf die Ausbildung, das ist gut, oder? Aber wie weit, dass Sie das als Gesetzgeber vorschreiben wollen? Man will ja die Mobilität fördern, das muss man abwägen. Das ist eine politische Abwägung. Ebenso wie die Helmtragpflicht bei den Velo. Es liegt auf der Hand, dass das eine gute Sache wäre, aber wo man das als Polizei durchsetzen kann, das ist dann die andere Frage. Also da ist der Gesetzgeber ist da gefragt. Sind weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das rege Interesse und das zahlreiche Erscheinen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.